Willkommen zurück, Jungs. Frisch aus Rio zurückgekommen, präsentieren sich die 5 Handball-Olympiateilnehmer erstmals wieder im SCM-Trikot. Mit dabei war auch der 3. Neuzugang des SCM, Goldjunge Mats Christiansen. Willkommen als Olympiasieger. Dankeschön. Es war natürlich eine gute Erlebnis und jetzt freue ich mich und bin in Magdeburg. Bist du denn überhaupt schon richtig angekommen in der Stadt? Hast du schon Wohnraum? Hast du dich schon einrichten können? Ja, ich habe ein Reihenhaus bekommen mit meiner Familie und es sieht sehr gut aus. So, ich bin zufrieden. Schon am Samstag könnte Mats sein erstes SCM-Spiel im DHB-Pokal bestreiten. Und das Ganze ohne magdeburgerische Vorbereitung. Ja, es ist natürlich ganz speziell für mich. Ich habe einen Tag frei, gestern. Und jetzt beginnen wir hier, heute und morgen, auch Vorbereitung für die Wochenende. Aber ich freue mich für die Spiele, die Wochenende und hoffentlich kann ich ein bisschen von der Team lernen vor der Spiel. Aber so ganz ohne Vorkenntnisse ist er natürlich nicht nach Magdeburg gekommen. Gemeinsam mit Michael Damgaard und Yannick Rehn sprach er schon in Rio viel über den SCM. Ja, natürlich. Das ist mal so. Mats hat ja auch hat viel überlegt mit der neuen Saison und er kommt so in letzter Sekunde hier. Deswegen haben wir viel erzählt und ich glaube, er freut sich. So ganz real ist das Gold für unsere 3 Dänen noch nicht. Dennoch liegt der Fokus bei ihnen schon wieder ganz woanders. Ich habe noch nicht das realisieren, die Olympiasieger. So vielleicht das kommt später auch. Aber jetzt sind wir noch wieder hier und das Spiel dieses Wochenende ist sehr, sehr wichtig. So, wir müssen 100% fokussieren auf das. Das ist wie wichtig als diese Olympiafinale. Und dennoch hoffen wir alle, dass die Energie von Olympia sich jetzt auf die kommenden Spiele überträgt. Das hoffe ich auch. Im Viertelfinale ist Marco Besiak mit seinem slowenischen Nationalteam gegen Dänemark ausgeschieden. Nun hat er im Verein gleich 3 dänische Goldmedaillengewinner. Und seid ihr gegen Dänemark ausgeschieden und 3 dänische Kollegen hast du jetzt hier beim SCM. Wie geht man denn damit um? Ja, das ist ein bisschen so jetzt, aber ich bin sehr froh für alle 3, dass wir haben am Ende geschafft, diese Goldmedaille bekommen. Und ich gratuliere ihm für diese Goldmedaille. Aber es gab nicht nur Gold, auch ein Bronzemedaillengewinner ist beim SCM vertreten. Finn Lemke hat zwar noch etwas mit dem Jetlag zu kämpfen, freut sich aber schon auf die kommenden Aufgaben beim SCM. Ich fühle mich noch etwas gerädert, der Jetlag ist noch ein bisschen in den Beinen drin. Die 5 Stunden, die müssen erstmal so aus den Beinen raus, wie der Unterschied ist. Aber sonst fühle ich mich gut, freue mich jetzt, dass ich gleich die Mannschaft wieder sehe, dass ich mit den anderen wieder sprechen kann, obwohl ich das schon während der Spiele gemacht habe. Aber es ist trotzdem schön, die Leute mal wieder persönlich zu treffen. Ich meine, Bronzemedaille ist ja nun doch eine tolle Sache und im Endeffekt seid ihr mit einem Sieg nach Hause gefahren. Ja, genau. Ich fand es auch gut, dass wir die Spiele abgeschlossen haben mit einem Sieg. Und die Bronzemedaille ist natürlich auch schön, mit was nach Hause zu fahren, was man in der Hand halten kann. Von daher bin ich da positiv. Weil alle 5 Olympiateilnehmer wieder in Magdeburg sind, konnte das neue Mannschaftsbild endlich vervollständigt werden. Doch trotz aller Lockerheit, der Fokus liegt schon auf Nordhorn. Hier kämpft der SCM am kommenden Wochenende um das Weiterkommen im DHB-Pokal.